das am 25. Juli. Okay, ist noch in 3 Tagen. Und 450 Besucher erreicht, das heißt, das ist die Hälfte des Ziels. Und hier im ersten Gewinn, jawoll. Eintrittsgeld plus Fahrgeld bringt ein bisschen Kohle. So, jetzt kommt die Schiffsschau. Genau, ich stelle mal hier oben hin. Damit die Leute langsam aber sicher hier oben angelockt werden. Das ist jetzt hier nicht die längste Warteschlange. Aber nee, doch, wenn ich hier rüber mache, kann ich hier noch um 1 verlängern. Das macht Sinn. Die Schiffsschaukel, Gipfelschaukel. So, die Gipfelschaukel, kommen auch schon die ersten Leute an. Sehr schön. 2 Mark, denke ich mal, ist in Ordnung. Da habe ich gerade irgendwelche Geräusche gehört, die nach Übergeben klangen. So weiß ich nicht, der Einsatzpreis ist günstig. Okay, mache ich 20 jetzt und fertig, wenn ihr das wollt. Und dann müsst ihr halt damit jetzt leben. Mit den Konsequenzen. So, was hätten wir da noch? Eine Achterbahn, Kinderachterbahn oder hier eine Lorenachterbahn. Lorenachterbahn würde eigentlich mir fast schon mehr gefallen, muss ich sagen. Wenn die sich dann hier durch den Gipfel hier schwingt. Die Frage ist, wie könnte man das machen? Erstmal hier runter. Hat die eigentlich auch solche Verdrehelemente? Nee, ich glaube nicht, ja. Achso, das ist ja schon zu hoch, da brauchst du ja gar nicht erst anfangen. Schade drum. Dann haben wir die Mini-Achterbahn. Für die Mini-Achterbahn ist es, fand ich, auch zu hoch. Holzachterbahn geht bestimmt. 32 Meter, hier steht es auch da. 21 Meter und die hier. Oh, Rechtsklickback ignoriert gerade. Entschuldigung. Man könnte auch. Ach, das Ding hat keinen Helix abwärts. Oh. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ach, das ist auch zu hoch für die Stützen. Okay. Das geht aber, ne? Hm.
das ist auch wieder zu hoch. Warum geht das dann ein, zwei da drunter? Naja, egal. Dann geht es halt anscheinend nicht so. Achterbahn kommt als nächste, bin ich mal gespannt. Was das wird. Ich würde eigentlich hier so eine Helix-Runde abwärts machen, aber wenn das dann hier alles zu hoch ist, dann macht das wahrscheinlich eh keinen Sinn. Gibt es irgendwas, wo das niedriger ist am Rand? 23, aber eigentlich 23 und das kann ich mit einer Höhe von 32 bauen, oder ist das gar nicht die Höheneinheit? Ist das einfach so eine Einheit, oder wie muss man das verstehen? Hier könnte man das machen. Das ist doch bestimmt nicht zu hoch, hä? Das hat ja hier das Problem, dass er... da drunter will. Oh. So, das ist mal anbinden. Na, also nur ein Test hier. Achso, ich bin eins zu weit. Das ist ein Test, das wird jetzt nichts, was irgendwie, also immer noch zu weit drüben. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Nee, kann ja eigentlich nur so sein. So, Testfahrt. Ja, war so ganz sinnlos. Hängende Achterbahn, okay. Ja, bestimmt zu extreme Werte, hä? Wie es sich so langsam aufbaut. Zack, auf 4G ziemlich genau. Hängende Achterbahn, das ist die. Aber wo sind doch 4G sind dort? Was sagt die Wertung? Erregung 0,3 und dann oben extrem. Das wird, glaube ich, nichts mit eröffnen. Wir machen jetzt nochmal eine andere Variante. Achso, es ist plus 2. Das ist das Minimalste. Ich dachte, ich könnte da irgendwas einen Wagen fahren lassen. Wir können aber... wir können aber die Station hier nochmal länger machen. Lange Züge irgendwie das Fahrverhalten verbessern. Zwei Züge mit 7 Wagen. Nee, einer reicht erstmal. Wird wahrscheinlich immer noch zu extrem sein, aber wir gucken uns das einfach mal an hier. Das könnte der die Korkenzieherbahn sein, nur sowas. Mit 90 rund um die Kurve. Ach, du große Güte. Und er schafft es von allein in die Station. Das ist ja interessant. Ist das überhaupt physikalisch realistisch? Gut, dadurch, dass es ja so Wendeltreppen sind hier, die Runde, nimmt er auf relativ langer Strecke Speed, aber dass das wirklich ohne Hilfe nach oben schafft. Am Ende, das finde ich ein bisschen dubios, immer noch 4G. Das wird keine gute Wertung, ich glaube, wir können es auch abreißen.
Das warten wir noch mehr auf das Ergebnis. Ja, 15 jetzt sogar ultra extrem. Okay, war mal interessant, das zu wissen. Leute haben sich wieder beschwert, dass mein Park zu teuer wäre. Und gespeichert habe ich ja gerade eben schon noch 400 Besucher to go. Da kann man hier oben einen kleinen Kiddie Coaster hinbauen. Der muss ja nicht viel können, ne? Na komm, lassen wir das lieber. Warten wir mal ab, bis es irgendwas Ordentliches gibt. Und dann gucken wir mal, was wir hier oben hinbauen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir uns hier groß Angst machen. Oh, plus 5000. Achso, weil wir die Attraktion wahrscheinlich gerissen haben. Ich glaube, hier müssen wir uns keine Angst machen, dass wir das Ziel nicht schaffen. Oh, da sind Leute. Attraktion ohne Warteschlange. Das gefällt mir ja gar nicht. Das betrifft einmal den Shuttle Loop Extended und anscheinend auch das Riesenrad. Eventuell auch das Karussell. Schauen wir mal, was da los ist. Was ist denn zu teuer? Es geht aber schnell, dass die hier rumheulen, das wäre irgendwie zu teuer. Oh, als nächstes Landschaften, Themengestaltung. Na gut, das ist eigentlich auch was, wo man sagt, na, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Aber naja.